aber ich würde gerne wissen, wo das steht, denn ich weiß jetzt schon, wenn ich da hingehe und schaue mir den Vers an, wo das angeblich drin steht, das ist wieder eine 80-fach interpretierbare Offenbarung dann. Kinder, kommt alle her, schaut euch an, wie die Krähe den Raben schwarz nennt. Pierre, wurdest du als Kind mit Bleifarbe gefüttert? Sind deine Eltern Verwandte ersten Grades? Ist dein Vater ein Schäferhund? Hat der letzte Typ, mit dem du im Ring warst, dir das Hirn aus der Nase geprügelt? Was ist hier los? Du bist der Typ, der lange, fette, langweilige Vorträge hält darüber, wie geil doch der Koran ist und dass es total geile Wunder sind, nachdem du 50.000 Sachen umdeuten musst. Nachdem du einen Satz gelesen hast wie »Die Berge sind Pfähle, auf dass die Erde nicht wanke«, interpretierst du daraus, da steht, die Berge sind das Ergebnis von Plattentektonik. Das steht da drin. Oder wenn da steht, der Mond ist ein Licht, interpretierst du das und sagst, der Mond ist gar kein eigenes Licht, der spiegelt das nur. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Erstens, du hast kein Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis und man muss dir vor jedem Auftritt erst wieder erklären, wie du heißt. Oder du nimmst alles, was im Koran steht, wörtlich. In dem Fall würde ich gerne von dir wissen, wie genau die Sterne Teufel abwehren können.